Hallo, ich möchte euch heute das Nomo S10 vorstellen. Dabei handelt es sich um ein Outdoor-Smartphone vom Hersteller Nomo. Und in dem Fall um das kleinste Gerät, das S10. Es gibt noch ein etwas größeres Gerät, das S20, mit einer etwas anderen Ausstattung, auch vergleichbar, und eben ein Flaggschiff von Nomo, das S30. Und ich möchte das heute mal mit dem S30 vergleichen, weil das besitze ich halt selber. Liegt preislich so bei 250 Euro. Das Nomo S10 kriegt man schon für knapp über 100 Euro mit Garantie. Jetzt zum Beispiel bei Amazon im Shop oder so auch schon für 130 Euro. Beim Versand aus China hat man dann auch die Risiken zu tragen. Wie man sieht, die Verpackung schaut ganz gut und stabil aus. Hier der Nomo-Schriftzug in so einer folierten Art und Weise. Und ja, wir packen es einfach gleich mal dann aus und schauen uns an, was wir am Lieferumfang haben. Natürlich das Smartphone hier selbst, gut verpackt oben, gleich in so einer Schutzfolie. Und besitzt dann hier auch nochmal so eine Schutzfolie auf dem Display, damit es halt im Transport nicht verletzt wird oder eben, wie gesagt, beschädigt wird. Das schauen wir uns dann gleich genauer an. Der restliche Lieferumfang haben natürlich hier ein USB-Kabel, ein Micro-USB-Kabel zum Laden des Smartphones. Hier finden wir so diverse Infos, wie zum Beispiel ein Handbuch, so ein kleines, das ist aber nur in englischer Sprache verfügbar, und halt eben hier eine Garantiekarte, und weiter drin hier ist noch eine Aufkleber mit der E-Mail, weil die selber auf dem Handy ja nicht angebracht ist. Deswegen eben als kleiner Aufkleber dabei, und hier das Ladegerät, das USB-Steckernetzteil. Das Nomo S10 ist schnell ladefähig und soll also relativ schnell geladen sein. Also ich selber habe es auch schon mal ausprobiert. Man braucht tatsächlich doch schon fast 2,5 bis 3 Stunden, bis es voll geladen ist. Aber der Akku hat ja auch 5000 mAh. Und man sieht hier, es wird also mit einem Ladestrom von 1,67 Ampere bei 5, 7 und 9 Volt, beziehungsweise 1,25 Ampere bei 12 Volt geladen. Ja, das dazu. Und das Gerät selber hier, wenn wir uns das anschauen vom Design her, da gibt es 2 Varianten, so eine dunkle Variante, schwarz glaube ich ist es, und halt eben diese mit den orangen Streifen, die mir persönlich besser gefällt. Also man sieht hier so schon, das sieht richtig toll aus, ja, so gar nicht wie so ein Baustellen-Smartphone, hier diese orange Umrandung, auch hier, und das ganze Gehäuse ist also vollständig hier aus Gummi, ja, beziehungsweise im Kern des Handys, der Rahmen, der besteht aus einer Titanlegierung und mit Aluminium, das heißt, es ist also dadurch sehr, sehr stabil, ja, kann also absolut nicht kaputt gehen. Im Netz findet man, wenn man sich hier umschaut, so verschiedene Videos, wo das Gerät also missbraucht wird, um Nüsse zu knacken, ja, Walnüsse in einen Bach reingeworfen wird mit einer Schnur mit 1,50 Meter Tiefe, in Eisblöcke über mehrere Stunden eingefroren wird, als Schneidebrett missbraucht wird und so weiter und so fort. Also das ist wirklich sehr stabil. Ich mache natürlich auch so einen kleinen Test. Ich zeige euch auch, wie stabil das ist und ob es wirklich wasserfest ist. Ja, und hier sieht man eben durch diese Schräge auch hier vom Design, dass dadurch halt eben hier schon mal, dass so ein bisschen beim Hinfallen schon mal geschützt ist, auch hier durch die Ecken, das ist alles aus Gummi, ja, da kann also nichts passieren, wenn es hinfällt. Hier der Lautsprecher, der ist in so einem wasserdichten Case untergebracht, ja, dann haben wir hier die Abdeckungen von dem Gerät, hier auch nochmal auch wasserdicht halt versehen, hier für den Einschub für die für die SIM-Karte. Man kann allerdings hier im Vergleich zu dem Nomo S30 in Verbindung mit einer Micro-SD-Speicherkarte, und die braucht man bei 16 GB Arbeitsspeicher eigentlich schon, nur eine SIM verwenden, also entweder eine Micro-SIM oder eine Nano-SIM zusammen, oder halt eben eine Nano-SIM mit einer Micro-SD-Speicherkarte. Die Kombinationen, die sind halt möglich. Auch hier, wie man sieht, der USB-Anschluss und das Mikrofon sind auch hier unter so einer Abdeckkappe untergebracht. Auch wasserdicht, wenn man so fest aufdrückt, kann da wirklich kein Wasser reinkommen. Das sehen wir später auch nochmal. Und hier der Anschluss für den Kopfhörer, genauso. Und dann haben wir hier an der Seite, dann hier oben rechts, hier die Tasten zum Einschalten und die Laut-Leise-Tasten. Man muss die ein bisschen fester drücken, weil die unter dieser Gummierung liegen, ja. Aber das ist halt eben die Eigenheit von dem Smartphone. Die technischen Daten, ich lege jetzt mal
mein Nomo S30 dazu. Sieht man also hier den Unterschied schon. Ja, das ist wesentlich größer. Und vergleichen wir es einfach mal. Ja, also hier das Nomo S10. Das hat einen MediaTek-Prozessor, einen 4-Kern-Prozessor mit 1,5 GHz. Das S30 hat einen 8-Kern-Prozessor mit 2 GHz. Das ist schon mal deutlich performanter. Hier haben wir 16 GB ROM und 2 GB RAM. Bei dem Nomo S30 haben wir 64 GB ROM und 4 GB RAM. Das Display hier bei dem S10 hat 5 Zoll mit 294 ppi, aber Gorilla Glass 4, genau hier wie beim Nomo S30. Das aber im Gegensatz zu HD eben mit Full HD oder mit einem Full HD Display daherkommt. Ja, das wird sich dann noch zeigen, ob das ein großer Unterschied ist, ob das was ausmacht. Ja, 5,5 Zoll gegen 5 Zoll, aber gleiches Glas von der Qualität. Beides Gorilla Glass 4. Hier beim Nomo S10 hat die Kamera 8 Megapixel rückseitig und hier in dem Fall hat sie 13 Megapixel. Der Akku ist bei beiden Geräten gleich groß, also in beiden Fällen 5000 mAh. Ich würde sogar behaupten, dass hier der Akku noch mal länger hält als bei dem Nomo S30, weil er halt auch einfach nicht so viel leisten muss, ja, weil die technischen Daten ja einfach ein bisschen schwächer sind. Ich hatte das auch schon mal überprüft, also man kann mit dem Gerät hier locker 2,5 bis 3 Tage auskommen, im Dauerbetrieb 10 bis 11 Stunden arbeiten. Soweit zu den technischen Daten. Wie gesagt, man muss halt hier wirklich auch in Relation sehen. Ja, hier haben wir einen Preis von, wie gesagt, knapp über 100 Euro. Hier liegen wir bei deutlich über 200 Euro, so um die 250 Euro. Da muss man natürlich Abstriche hinnehmen, das ist ganz klar. Ja, bekommt man einfach nicht das Gleiche geboten. Aber das Wichtigste ist natürlich in dem Fall, ist das Nomo S10 dann trotzdem ein Auto-Handy, das man im Autoeinsatz gut gebrauchen kann, eine gute Navigation zum Beispiel hat und auch sonst gute Daten hat und bietet. Und dann ist es natürlich für den günstigeren Preis auf jeden Fall eine Alternative für jeden, der nicht so viel Geld ausgeben muss, gerade eben so im Baustellenbereich. Ja, wenn man halt eben ja das als Zweithandy halt nutzt. Bei mir ist es auch sowieso ein Zweithandy. Also das soweit erstmal zur Vorstellung im Wesentlichen, was die technischen Daten angeht. Das ist jetzt hier unsere NanoSIM, die ich hier zum Testen verwende. Die stecken wir jetzt da rein. Und da kann man auch nichts falsch machen, wenn man sieht, also hier ist die Aussparung genau gleich wie halt eben auch in dem Einschub. Ja, da funktioniert das also ganz gut, aber ist schon recht schwergängig. Und schalten dann das Gerät mal ein. Hat also vorne gleich hier den Nomo-Schriftzug. Es kommt doch gerade ein bisschen Licht von rechts rein, dann kann man auch ganz gut testen, wie lichtstark das Display halt ist. Also es sieht trotz einer normalen HD-Auflösung schon mal auf den ersten Blick relativ scharf aus und klar. Der Lautsprecher, der soll ja sehr laut sein bei dem Gerät, das ist ja bei einem Baustellen-Smartphone auch wichtig. Und schon ist der Anmeldebildschirm da. Ja, ich würde es schon mal sagen, vom ersten Blick sieht das ganz gut aus. Ist schon komplett eingerichtet und konfiguriert. Und wie man sieht, also hier, das ist sehr hell. Ich mache mal die maximale Helligkeit. Ja, also haben wir hier die üblichen Einstellungen. Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus. Momentan aber hier noch teilweise auf Englisch. Das hoffe ich, kann man dann auf Deutsch einstellen. Das halte ich halt doch schon für relativ wichtig. Da kann man hier unter der Location. Das Display ist ein bisschen schwierig zu bedienen. Also es will ein bisschen härter gedrückt werden, merke ich. Das ist nicht hier. Das ist bei Language and Input. So, und da stellen wir das jetzt mal gleich um auf Deutsch. Und Deutsch ist verfügbar. Und schon ist das Thema vom Tisch mit der Sprache. Und wir haben hier tatsächlich auch ein deutsches Menü. Ja, hier stimmt wieder alles. Genau, wunderbar. Also man muss es halt noch umstellen auf Deutsch. Und jetzt, wie gesagt, das Erste, was ich mache, ist auf Updates prüfen. Aber da hat er momentan keine Updates gefunden. Also mit Android 7 muss man hier auch nicht rechnen, denke ich, bei so einem Smartphone der Preisklasse. Wie man sieht, also es ist absolut gut und einfach zu bedienen. Und hier auch von den Farben, ne, sieht man sie auch hier.
knackscharfe Farben, also wirklich auch kontrastereich. Hier unten ist es teilweise ein bisschen dunkler in den Ecken, aber insgesamt gut. Und vor allem sind die Tasten zur Bedienung ja hier im Display untergebracht. Das gefällt mir nicht so gut, weil es gibt da Smartphones, da liegen die hier unterhalb vom Display. Das finde ich einfach ein bisschen schöner zum Bedienen, ja. Damit kann man leben. Ja, und jetzt würde ich einfach mal so verschiedene Benchmarks ausprobieren. Nochmal gucken, wie es halt eben so von der Videoqualität aussieht, bevor wir dann dazu übergehen, das Gerät auch mal, einen kleinen Härtetest zu unterziehen. Erstmal den LTE Speed-Test. Da sucht er jetzt noch nach dem besten Server. Und dann starten wir jetzt mal den Test. Oh, das sieht ganz gut aus. Wir kommen teilweise auf 66 Mbps. Das ist schon ordentlich flott. Ich glaube, so schnell war bis jetzt noch keins von meinen anderen Geräten. Also bin ich meistens über 50 gewesen. Also 65,95 im Download. Das ist schon echt gut. Und im Upload kommen wir auf 18,09 und einen Ping von 17 Millisekunden. Ja, also von der LTE-Performance her ist das Gerät schon mal top. Da gibt es nichts dran auszusetzen. So, dann habe ich hier A1 SD Benchmark geladen. Das starten wir jetzt auch gleich. Und lassen einfach mal so alle Benchmarks durchlaufen. Übrigens, hier oben sieht man dann auch hier, wir haben 10,8, 6 GB frei von 16 GB, die es ja hat. Das heißt also ungefähr 5,2 werden vom Android-Betriebssystem benötigt. Der Rest steht zur Verfügung. Warum der jetzt hier mehrere Symbole hat, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Ich starte mal den Benchmark vom internen Speicher und dann schauen wir einfach mal, was da rauskommt. So, der Benchmark für den internen Arbeitsspeicher. Dann haben wir jetzt hier gleich beendet. Und da kommen wir auf einen Wert von 175 MB pro Sekunde beim Lesen. Das ist relativ schnell. Das ist jetzt schon das Niveau von so älteren SSD-Laufwerken, SSD-Festplatten. Eigentlich die Schreibgeschwindigkeit von 43 MB pro Sekunde, die ist jetzt nicht wirklich überragend. Jetzt ist auch sind diese doppelten Icons auch verschwunden. Jetzt schauen wir uns noch den Test an, wie schnell der Arbeitsspeicher lesen und schreiben kann, und da bin ich natürlich auch jetzt mal gespannt. Da müssten so 3 GB pro Sekunde, Gigabit sollten da eigentlich bei rumkommen. Und tatsächlich, wir haben hier 3103 MB pro Sekunde. Das geht durchaus für so ein Gerät in der Größenordnung. Ja, geht das auf jeden Fall in Ordnung. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass hier so die Werte absolut okay sind für die Preisklassen für dieses Gerät. Ja, und dann im nächsten Schritt installieren wir natürlich den AnTuTu-Benchmark. Das ist immer interessant. Da hat das Nomo S30 so, glaube ich, etwas über 50.000 Punkte erreicht. Das dürfte sehr deutlich geringer sein. Also ich tippe mal, dass es so knapp unter 40.000 Punkten sein wird. Aber wie gesagt, das müssen wir dann halt sehen. Und erstmal hier den Benchmark installieren und entsprechend berechtigen hier erteilen. Und dann sollte das auch hier mit dem Benchmark funktionieren. Und dann schauen wir einfach, wenn er durchgelaufen ist, ja, was da halt entsprechend für Ergebnisse bei rumkommen. Jetzt starten wir den Benchmark hier. Wird jetzt auch eine Weile dauern. Das möchte ich euch jetzt nicht zumuten. Aber wir können ja schon mal den Lautsprecher uns anhören. Der klingt jetzt nicht überragend, aber ist schon übel laut, also lauter als was ich sonst so bei Smartphones gesehen habe. Und das ist natürlich auch wichtig, weil wenn es auf der Baustelle, wo ja auch Nebengeräusche sind, verwendet wird, so zum Beispiel das Baustellen-Abspielgerät für Musik, da halte ich es halt schon mal für sehr wichtig, dass man auch wirklich laute Lautsprecher hat. Das ist schon mal, denke ich, ein Pluspunkt. So, der AnTuTu-Benchmark ist durch. Wir haben ja 37.036 Punkte. Das hatte ich eigentlich auch so erwartet. So im Vergleich zum Nomo S30 kann man so sagen, dass ungefähr ein bisschen mehr als 2/3 der Leistung bringt. Aber das geht soweit in Ordnung. YouTube selber ist es noch nicht installiert. Das müssen wir erstmal hier noch installieren. Und dann wären wir auch in der Lage, uns mal so ein HD-Testvideo anzuschauen, um die Blickwinkelstabilität
einfach mal zu überprüfen. So, jetzt schauen wir uns einfach mal hier die Qualität des Displays an. Also hier das Testvideo ist wirklich super, ja. Also man hat echt ein knackscharfes Bild. Man merkt gar nicht, dass man es mit einer HD-Auflösung zu tun hat. Das liegt sicher auch an den 294 ppi. Das ist knapp unter der Warnungsgrenze von 300 ppi. Also da vermisse ich überhaupt kein Full-HD-Display. Ja, also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Auch hier die Blickwinkelstabilität. Das ist auch top, ja. Verliert also auch nicht an Kontrast. Der Kontrast ist überhaupt sehr gut. Schwarzwert auch, also was in die dunklen Bereiche angeht. Das sieht man hier speziell auch. Hier gerade bei solchen Bildern, wo halt eben auch schwarze Bereiche sind, hier unten zum Beispiel, ja, dann fällt es halt wirklich auf, also ruckelt auch gar nicht bei der Wiedergabe. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, also das geht für ein IPS-Panel absolut in Ordnung. Der Lautsprecher, jetzt testen wir den mal in voller Lautstärke. Wahnsinn. Der ist richtig arg laut. Verzerrt gar nicht mal unbedingt. Das ist natürlich jetzt keine Qualität, jetzt, wie man sie vielleicht von einer Stereo-Bluetooth-Box hat. Aber um Radio zu hören auf der Baustelle langt das vollkommen. Ja, also man kann wirklich hier sagen, dass die Display-Qualität für dieses Gerät hier absolut top ist. Das ist wirklich ein sehr gutes Display. Ist ja auch von Sharp, wie es halt in vielen Geräten verbaut ist. Und ja, also da kann ich sagen, dass ist auf jeden Fall ein Display, das bei dem Preis ja auf jeden Fall mehr als angemessen ist von der Qualität. Das, denke ich mal, wird man für den Preis selten irgendwo bekommen. Die WLAN-Performance hier, die sieht sehr gut aus. Hier dieses Netz Trovador ist meins. Das hat also teilweise zwischen 50% und 80%, obwohl es also eine ganze Etage tiefer durch eine Betondecke von meinem Gerät hier getrennt ist. Und wie performant das ist, das werden wir jetzt mal feststellen, indem wir uns halt mal ein Spiel runterladen. Da können wir dann auch gleich die Spieleleistung testen. Und da natürlich mein Standardspiel Asphalt 8. Ja, gucken wir mal. Nehmen wir das. Dann schauen wir, wie schnell das runtergeladen wird. Ja, das ist jetzt nicht ganz so schnell, wie es über LTE vorhin funktionierte. Aber wie gesagt, das geht jetzt auf jeden Fall in Ordnung, da ja halt hier eben eine Betondecke noch dazwischen ist. Und werden gleich mal sehen, wenn wir das Spiel installiert haben, wie lange jetzt für die Spieldaten braucht. Ja, generelles Installieren habe ich festgestellt von Software dauert immer noch mal Ticken länger, als es bei dem S30 der Fall ist. Das liegt tatsächlich dann an, ja, der geringeren Schreibperformance von dem internen Speicher und mit Sicherheit auch ja, an der etwas schwächeren Ausstattung. Da braucht er immer so eine Gedenkminute, bis es dann da ist, die Software. Und jetzt sollte er die Spieldaten runterladen und hofft, dass das relativ flott geht. 1,37 Gig. Das dauert ein bisschen, glaube ich. Er pendelt sich jetzt so langsam ein. So, jetzt bin ich hier ein bisschen näher an den Router gegangen. Und da sieht man halt schon, ja, wenn man auf derselben Etage sich befindet wie der Router, ohne Betondecken dazwischen, da läuft es ja schon relativ flott. Also hier sind jetzt schon innerhalb kürzester Zeit 360 MB. Ja, ups, jetzt schaltet sich wieder aus. Der Knopf, der geht auch relativ schwer zum Einschalten. Das liegt eben an der Gummierung. Ja, da quält man sich doch ein bisschen ab, aber das ist halt bei einem Outdoor-Smartphone leider nicht zu vermeiden. Der Lautsprecher fasziniert mich. Er hat ordentlich Power. Okay. So, wer denn wirklich damit auch mal spielen will, hier Asphalt 8 habe ich jetzt mal gestartet. Man sieht die Spiegelungen hier, also die Details sind soweit eingeschaltet alle.
Und ich muss sagen, das sieht dafür eigentlich ganz gut aus, besser als ich erwartet habe. Ton habe ich jetzt mal ein bisschen leiser gestellt. Ich bin jetzt auch nicht der wirklich gute Spieler. Aber man sieht hier schon, das mit eingeschalteten Details hier, da sieht man über die Spiegelung auf der Straße schön, ja, auch von der Sonne hier auf der Windschutzscheibe die Spiegelung, also das schaut gar nicht mal schlecht aus für das kleine Gerät hier mit den recht schlechten Leistungsdaten. Muss ich sagen, ist doch Asphalt gut spielbar, hier ruckelt auch nichts, also trotz der eingeschalteten Details. Und ja, was soll man sagen, also das ist wirklich gut. Also hier sieht es tatsächlich, also es sieht echt toll aus. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht für den schwachen Prozessor, dass es doch so spieletauglich ist. Liegt vielleicht auch daran, dass einfach auch das Display nur eine HD-Auflösung hat. Dann ist natürlich dann auch die Rechengeschwindigkeit nicht so gefordert, dann halt eben, um alle Details dann halt darzustellen. Asphalt sieht ganz gut aus, denke ich, also zum Spielen. Ist das Gerät hier dann tatsächlich auch geeignet? Kann man auf jeden Fall auch dafür empfehlen. Ja, für das kleine Spiel in der Mittagspause auf der Baustelle reicht es auf jeden Fall locker aus. Ja, das zur Spieleperformance. Schauen wir uns die Kameraqualität an. Ich habe jetzt mal so nur ein paar Testaufnahmen gemacht. Das hier ist eine Aufnahme, die habe ich außen gemacht. Die Sonne ging schon ein bisschen unter. Wenn man jetzt hier vergrößert, das sieht man dann schon, dass hier die Bilder sehr arg verpixelt sind und das sogar noch bei Tageslicht. Hier auch teilweise überbelichtet, hier auch verpixelt teilweise. Ja, man kann auch hier die Kennzeichen von den Autos kaum erkennen. Also das war zum Beispiel mit dem S30 deutlich besser. Da konnte ich hier von der gleichen Position die Kennzeichen von den Autos klar und deutlich erkennen. Und hier sieht man wirklich, dass die Bilder sehr verpixelt sind. Also das, obwohl Tageslicht ist, nicht wirklich zufriedenstellend, ja, sagen wir mal maximal akzeptabel. Man muss natürlich auch berücksichtigen, wenn ich auf der Baustelle bin, ja, dann will ich ja eigentlich keine Fotos machen, aber vielleicht so, wer als Gutachter unterwegs ist und der muss jetzt mal irgendwie nur einen Schaden vom Auto begutachten und fotografieren, dafür reicht so ein Smartphone auf jeden Fall aus. Ja, man muss ja immer sich überlegen, der Anspruch, jetzt professionelle Fotos zu machen, den habe ich und dafür brauche ich eine Kamera und da würde ich auch kein anderes Smartphone von nutzen, aber das ist natürlich bei jedem anders. Das ist jetzt eine Innenaufnahme, die habe ich sowohl mit Blitz und ohne gemacht, also das hier ist ohne Blitz. Da sieht man dann auch wieder hier sehr verrauscht. Ja. Auch hier, man kann gar nichts erkennen. Das ist sehr verrauscht, verpixelt teilweise. Ja, also das sieht nicht gut aus. Also hier war jetzt ja eigentlich schon relativ viel Tageslicht vorhanden durch ein Dachflächenfenster und trotzdem, ja, ist es nicht wirklich schön. Und hier habe ich es mit Blitz fotografiert. Ja, der Blitz selber leuchtet so punktuell nur so kreisförmig die Mitte aus, aber so am Rand leuchtet auch nicht wirklich aus. Ja, man hat so das Gefühl, man hat hier so ein Kreis einstehen, der ausgeleuchtet wird. Das ist auch nicht so wirklich toll. Ja, und ja, von der Kamera kann man eigentlich nur sagen, die ist also unterer Durchschnitt. Für die Preisklasse aber dann auch wieder okay. Und für den Schnappschuss auf der Baustelle sollte es auf jeden Fall, denke ich, locker ausreichen. Von daher, denke ich, kann man damit leben. So, ich befinde mich jetzt hier unterm Dach. Das heißt, ich habe hier so ein offenes Dachfenster. Da sollte der Empfang wie draußen sein. Und dann schauen wir, wie lange er braucht, wenn wir hier den GPS-Test starten. Den GPS-Test. Noch die Erlaubnis haben. So, jetzt läuft er los. Und der 3D-Fix ist irgendwie gleich schon da. Das wundert mich ein bisschen, weil normalerweise sollte der ja länger brauchen. Wir haben 14 Satelliten gefunden. Schon. Das ging jetzt relativ fix. Da bin ich jetzt echt überrascht, dass es so schnell funktioniert hat. Dementsprechend einigen Tests sollte das doch normalerweise ein bisschen länger dauern. Also auch nur teilweise 8 Satelliten gefunden werden. Die haben wir jetzt ja schon 16 und der Fix war sofort da. Und ich habe es ja vorher nicht gestartet. Und das finde ich schon ziemlich cool und schnell. Jetzt gehe ich mal
eine andere Stelle im Raum. Also jetzt bin ich weg von dem großen Fenster. Und auch hier, oder ganz weg vom Fenster, hat er noch genug Satelliten. Das waren jetzt hier 17 Satelliten von 21. Also ich muss sagen, GPS hat mich jetzt doch ziemlich arg begeistert und ist besser, als ich es mal von den Tests, die ich bisher so gelesen habe, vorgestellt hätte. Also wie gesagt, jetzt bin ich mitten im Raum, kein Fenster in der Nähe und trotzdem hat er immer noch seine 17 Satelliten. Und ja, da gibt es nichts dran auszusetzen. Also GPS scheint, also hier zumindest rein von der theoretischen Seite oder dieses von der praktischen Seite, was so ein Test angeht, zu funktionieren. Und hoffe dann, dass es eben auch genauso gut funktioniert, wenn man halt eben eine Navigationssoftware installiert. Also der GPS-Empfang ist auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Und ich denke, das war bei dem S30 nicht wirklich besser als mit dem S10. So, jetzt geht es ans Eingemachte. Lass mich jetzt die Wanne voll Wasser laufen. Und schauen mal, ob das Smartphone auch wirklich wasserdicht ist. Das sollten natürlich vorher alle Anschlüsse also wirklich auch verschließen, was ich vorher nicht gezeigt hatte. Hier ist übrigens noch der Anschluss für die Kopfhörerbuchse. Die ist halt hier auch unter so einem Gummiteil versteckt, dass da halt nicht voll Wasser läuft, der Anschluss. Es ist, wie wir sehen, hier auch noch eingeschaltet. Und jetzt schmeißen wir es mal ins Wasser rein. Tun es noch ein bisschen mit der Brause auch bearbeiten. Ich habe auch heißes Wasser eingestellt, soll ja auch bestimmte Temperaturen aushalten. Bis 55 Grad. So. Noch mal so. So. Jetzt schauen mal. Jetzt, ob es das gut überstanden hat. Gucken wir, ob es sich einschalten lässt. Tatsächlich. Ja, lässt sich auch noch so bedienen. Stört auch nicht der nasse Bildschirm. Ist alles noch, ja gut, ein paar Probleme hast du dann schon. Da muss man es halt wieder abtrocknen. Und schauen wir mal. Wie es jetzt hier in den Buchsen aussieht. Das ist jetzt hier die USB-Buchse und wenn man da reinschaut, die ist trocken, sehr gut. Dann machen wir noch was, Kopfhörerbuchse, können wir uns auch anschauen. Die ist auch, absolut trocken, da ist kein Tropfen Wasser drin. Und dann haben wir noch die Buchse für den Karteneinschub. Und auch hier ist kein Tropfen Wasser drin. Nur hier außen am Rand, da sieht man halt schon was, aber das ist ja normal. Aber im Gerät selber ist gar nichts und es hat das auch wirklich super überstanden. Und wenn wir schon dabei sind, kann man jetzt mal so einen Falltest aus 1,50 Meter Höhe machen. Auf dem Fliesenboden, ja, das sind jetzt ungefähr so 1,50 Meter, ein bisschen höher. Könnt es auch mal auf die Ecke fallen lassen, das knallt schon sehr bedrohlich. Ich hoffe, dass es wirklich noch funktioniert und es nicht irgendwie drunter gelitten hat, sonst schicke ich es zurück. Jetzt
Bin ich sehr gespannt. Hammer, okay. Keinerlei Schäden. Das Display ist immer noch vollkommen in Ordnung. Hat auch keinen Riss oder irgendwas. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Also man sieht hier tatsächlich, alles einwandfrei, lässt sich auch noch bedienen. Die Tasten gehen noch alle. Wir haben keinen Riss im Display. Das war jetzt wirklich 1,50 Meter. Und ich habe es auf die Ecke und auf die Rück- und Vorderseite ist es ja gefallen quasi. Und ja, hier ist es noch ein bisschen nass wie vorhin, aber auch der Lautsprecher hat da nicht drunter gelitten. Also sogar so stark gefallen, dass hier der Schutzkappe abgegangen ist. Ja, also den Falltest hat es auch bestanden, den Wassertest hat es bestanden. Einfrieren muss ich es nicht unbedingt oder als Schneidebrett benutzen, aber generell scheint es also wirklich sehr robust zu sein. Ein Thema war mir auch noch sehr wichtig, weil ja doch im Netz so einige Berichte darüber kursieren, dass dieses Gerät ja Malware mitbringt. Da hat es aber den Patchstand gehabt vom Oktober 2016. Hier haben wir einen Patchstand vom März 2017, auch ein neuerer Kernel. Und ich habe eben genau aus dem Grund hier AVG Antivirus installiert, weil genau mit dem Programm wurde eben auch die Malware gefunden. Und ich hoffe, dass die halt jetzt nicht mehr drauf ist, weil wenn das so wäre, wäre das eigentlich aus meiner Sicht ein K.O.-Kriterium für das Gerät. Zumindest müssten wir es dann entsprechend routen und eine ganz andere Software draufspielen. Ja, so. Wir fahren mit Werbung fort, wir wollen es nicht aktualisieren und scannen jetzt einfach mal das System. Es geht auch relativ schnell und er hat hier ein Risiko gefunden. Aber er hat nur Chromschutz deaktiviert gefunden. Okay, das machen wir jetzt mal an. Und schauen jetzt das Ganze nochmal zur Sicherheit an. Wir scannen jetzt nochmal. Und hier tatsächlich, ich mache es aber nochmal. Ich will wirklich jetzt sicher gehen. Das ist doch ein wichtiges Thema. Und lassen das einfach nochmal laufen. Und AVG hat tatsächlich keine Probleme gefunden. Die sind geschützt, 11 Elemente gescannt. Also scheint also in dieser Version hat man die Bloatware... In dieser Version hat man die Malware aus dem System tatsächlich entfernt. Das heißt, dieser eine Mangel, der dann tatsächlich auch ein K.O.-Kriterium war, scheint bei dem Gerät nicht mehr zu existieren. Aber wir können ja trotzdem nochmal wirklich zur Sicherheit noch eine andere Virenschutzsoftware installieren. Aber das ganze Spiel schon nochmal mit der zweiten Software machen. Und verwenden jetzt hier die kostenlose Version und scannen jetzt auch mal hiermit das Ganze nochmal. Einfach nur um sicher zu gehen, dass wirklich nichts auf dem System installiert ist, was nicht drauf sein darf. Dauert jetzt ein bisschen, aber es ist wichtig. So, und tatsächlich keine Bedrohung gefunden. Das heißt also, ich würde jetzt also, wenn ich schon zwei Virenschutzprogramme getestet habe und die beide nichts finden, aus meiner Sicht sagen, ja, es gibt keine Malware auf dem System. Das heißt, es ist auch sicher und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Pluspunkt. Ja, abschließend kann ich so ein Resümee jetzt also ziehen von dem Gerät, von dem Nomo S10 für knapp über 100 Euro, je nachdem, ob man es in China bestellt oder in Deutschland. Mit Garantie und allem drum und dran kriegt man es halt für 130 Euro ohne Risiko und Langstreckentransport. Muss ich sagen, finde ich das Gerät sehr gut. Es ist ein bisschen klobig, ist aber aufgrund seiner geringen Display-Diagonale recht gut noch in der Hand zu halten, lässt sich super einhändig bedienen, fühlt sich hochwertig an. Vor allen Dingen finde ich vom Design her diese Schräge mit diesen orangen Streifen auf der Vorder- und Rückseite, das finde ich richtig toll. Also das sieht super schick aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und
Es ist auch sehr stabil, wie wir gesehen haben. Ja, also es hat den Falltest überstanden aus 1,50 Meter Höhe, ist also auch abbrausbar im Wasser, in der Badewanne ohne Probleme wieder rausgekommen. Die Anschlüsse waren danach noch trocken, absolut alle. Und kannst also von da auf jeden Fall schon mal weiterempfehlen als Baustellenhandy. Der Lautsprecher ist sehr, sehr laut. Das ist auch für ein Baustellenhandy ja wichtig, dass man trotz Umgebungsgeräuschen noch was versteht. Ja, und natürlich, was auch wichtig ist, dass also hier bei dem Gerät keine Mail mehr vorhanden ist, wie bei den Vorgänger, die noch mit der Version der Android der Sicherheitspatch-Ebene von 2016 bestückt waren. Hier vom März 2017 wurde tatsächlich die Malware entfernt. Damit ist das Gerät auf jeden Fall in dieser Hinsicht auch absolut sicher. Das wäre sonst ein K.O.-Kriterium gewesen. Die Displayqualität, die ist von dem Gerät wirklich sehr gut. Ja, also die steht auch dem S30 in nichts nach, obwohl es halt eben nur HD-Auflösung ist, aber rein gefühlt oder subjektiv, wenn man es sich anschaut, ist es trotzdem knackscharf, hat gute Kontraste, ist sehr farbenfroh und hat eine tolle gleichmäßige Ausleuchtung. Das ist auf jeden Fall auf der Habenseite zu sehen. Und die Bedienung mit dem 5-Punkte-Touchscreen, die funktioniert aus meiner Sicht also auch sehr, sehr gut. Da gibt es auch nichts dran aufzusetzen. GPS funktioniert sehr performant, genauso wie die Spiele-Tauglichkeit, die ist für so ein Gerät in der Preisklasse auch sehr gut. Der Benchmark mit 37.000 Punkten noch relativ akzeptabel. Und die Schreibgeschwindigkeit von internen Speichern, die geht eigentlich auch so weit in Ordnung für den Preis. Kann man auch nichts dran aussetzen. Wie gesagt, GPS ganz toll, auch sogar in geschlossenen Räumen. Ja, also weit weg vom Fenster hat man noch einen sehr, sehr guten Empfang mit fast 17 Satelliten und unheimlich schnellen GPS-Fix. Vom Speicher hat man dann immer noch 10 GB. Das ist natürlich dann erforderlich, nochmal eine zusätzliche Speicherkarte eventuell anzuschaffen. Und da verliert man aber einen MicroSIM-Steckplatz. Das ist halt bei dem S30 besser gelöst. Da kann man eben alle drei Karten gleichzeitig verwenden. Der Speedtest im LTE-Netz auch sehr gut mit über 60 Megabit im Download. Ja, WLAN ist ein bisschen schwach, wenn man weit weg vom Router ist, aber insgesamt funktioniert es auch soweit okay und der Akku ist mit 5000 mAh wirklich sehr, sehr leistungsstark. Ja, also man kommt locker über 2-3 Tage und so einen synthetischen Test, hat sich auch schon gezeigt, durch andere Tests, dass man so da problemlos 10-11 Stunden mit dem Akku arbeiten kann. Negativ ist aus meiner Sicht die Kamera, die ist sehr, sehr schlecht, also die gefällt mir gar nicht, ja, um vielleicht mal so ein Bild auf der Baustelle zu machen, für ein Gutachten, ja, oder so, da reicht eigentlich, denke ich, schon aus, aber wenn man damit ernsthaft was fotografieren will, denke ich, kann man die Kamera vergessen, aber ich denke, das ist so beim Smartphone, sollte nicht im Vordergrund stehen, die Kameraqualität, gerade bei so einem Baustellen-Smartphone, da will man ja nicht auf Fotosafari mitgehen. Ich denke, das geht dann auch in Ordnung und das ist eigentlich auch so der einzige negative Punkt bei dem Gerät. In Summe kann ich es auf jeden Fall weiterempfehlen, den Kauf. Für den günstigen Preis bekommt man ein sehr tolles, ausgestattetes Baustellen-Smartphone, mit dem man wirklich gut arbeiten kann, gut spielen kann und eben auch mit dem tollen Lautsprecher wirklich sehr gut auch für die Baustelle geeignet ist, auch wegen seiner Stabilität und den Outdoor-Fähigkeiten. Eben auch, wenn man jetzt zum Geocachen gehen möchte oder so, da ist natürlich auch das Gerät hier super geeignet. Ich bedanke mich, dass ihr euch meine Review angeschaut habt und hoffe, wir sehen es dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.